Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus und heute mache ich mal Unboxing und Aufbau von diesem netten Modell hier. Ich habe hier die G-Star 59002 mit 789 Teilen. The GWR Steam Train. Doch soll das gute Stück dann bald werden. Ja. 30 Seiten, 96 Bauschritte. Paar Tütchen, zwei Bauabschnitte, Einzeltüten und ein paar Schienen. Und ich würde sagen, ich packe das mal auf die Tüten, ja, die Schildchen und schau mal, was daraus wird. Hier sind wieder so Tüten drin, die man nicht aufreißen kann, sondern weil die auch stabileren Plastik sind. Und die hatte ich schon mal. Und zwar bei dem Aston Martin DB5 Klon, wo kein Hersteller drauf stand. Sollte das eventuell G-Star sein? Na gut, in der ersten Tüte waren sechs Tüten, ich habe aber noch ein paar lose Tüten, die aber anderes Plastik sind, was nichts Gutes erhoffen lässt. Höchstens verschiedene Baustellenqualität. Ich bin mal gespannt. Ich habe keine Aufkleber entdeckt, sondern nur Prints. Da frage ich mich ja gerade an, was habe ich dieses Print? Na gut. Die Steine an sich sehen relativ gut aus. Anguspunkte sind schön glatt und klein. Ja, doch. Also bis jetzt, sage ich mal, wirkt es noch relativ gut gestartet. Mal gucken, wie es bauen lässt. Ich habe jetzt Bauschritt 11 fertig. Die Steine haben eine sehr gute Klemmkraft, ganz geringe Angusspunkte und sind echt hochglänzend, also ziemlich. Ja, da. Sehr glänzend und sauber. Also über die Qualität kann ich mich bis jetzt noch überhaupt nicht beschweren. Und ja. Hier diese Hilfskonstruktionsdinger und schon wieder ab. So, gucken, wie es weitergeht. So, Bauschritt 16. Jetzt sehen wir hier das Feuer der Lok. Ja. Hier würde ich sagen, Prellbock. Dann haben wir zwei Prints, die wir verbauen. Ja. Und wir verbauen für den Kesselraum und so weiter Druckmanometer zum Prinz. Ja. Und das sind 1:1 die Tachoinstrumente vom James Bond, Aston Martin. Das sind genau diese. Okay. So, Bauabschnitt 28 ist fertig. Sieht das schon mal so aus. Da haben wir da einen Print, hier einen Print und dort einen Print. Sieht das schon mal ganz nett aus. So. Mal gucken, wie es weitergeht. Also dafür, dass es meine erste Lok ist. Ja, okay.
Tüte 1 ist geschafft. Und wir haben eine fertige Lok. Kann man ja auch aufgleisen. Kann man. Okay. Das ist jetzt Tüte 1. Und jetzt gibt es noch Tüte 2. In Tüte 2 sehe ich hier den Tender und einen Anhänger. Das geht jetzt ab Bauschritt 38 los. Dann gehe ich davon aus, dass die einzelnen Tüten noch ein weiterer Anhänger sind. Der Waggon. Okay, schauen wir mal. Teile übrig hatte ich übrigens nicht, außer diese Positionierungs, die für hier war. Okay, jetzt geht's weiter. Bauabschnitt 2 sind 5 Tüten, wovon hier eine weiche, mittelweiche, also irgendwie zwei verschiedene Sorten sind. Allerdings auch der mit Prinz. Vielleicht sind die Originale, wo Prinz drin sind, ist eine andere Tüte. Pack sie aus und fang mal an zu bauen. So, der Bauabschnitt 2 ist nun fertig. Hat uns dann gebracht diese Wirkung mit Innenleben und diesen Tender. Und wir sind jetzt auf Seite 22 und sollen jetzt Bauabschnitt 3 machen. 3 hatte keine separate Tüte, sondern waren wohl diese hier. Und die werden wahrscheinlich nochmal den hier ergeben. Also werde ich den jetzt zusammenbauen und dann baue ich daraus ein Review. Also für euch nichts mehr Spannendes, außer dass die Teile eine relativ gute Qualität haben, würde ich sagen. Und schau mal. Ja, das wird derselbe. Hatte noch nicht geguckt. Dieses Mal hatte ich seltsamerweise die hier über und ein paar kleine Noppen. Das könnten auch Kohlestücke sein. Mal gucken. Alles klar. Mehr dazu halt im Review. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bleibt gesund, euer Markus. Glück auf!